endlich raus aus dem Betrieb, da kann man die blöde Maske auch wieder abnehmen. Heute möchte ich mich ein bisschen zum Thema Bevorratung von Hygieneartikeln äußern. Da sind einige Gedanken dabei, die werdet ihr vielleicht noch nicht zu Ende gedacht haben. Also bleibt dran, schaue ich das Video mal ganz an. Auch wenn es so offensichtlich klingt, man kauft sich ein paar Sachen für zu Hause oder für den Backout-Bag. Gehen wir mal von einem Szenario aus, das nicht unbedingt nur 3 Tage dauert. Da habt ihr bestimmt alles zu Hause, was ihr braucht. Ihr habt eine Großpackung Papiertaschentücher gekauft und habt vielleicht auch noch eine Küchenrolle mit Papiertüchern zu Hause und Klopapier natürlich. Das goldene Klopapier hat jeder. Wenigstens für 3 Tage soll es reichen. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich ein größeres Ereignis haben, einen größeren Blackout, der sich über Wochen zieht. Wie sieht es dann aus? Und auch in puncto Nachhaltigkeit wäre es eine gute Idee, die Produkte etwas umzustellen. Was meine ich damit? Ihr kennt sicher auch noch die Stofftaschentücher von Opa. Ja, die gibt es immer noch, stellt euch vor, und die kann man waschen. Die kann man wiederverwenden. Oder eben anstatt einer Papierküchenrolle kann man auch sich ein paar gescheite Tücher besorgen. Was ihr auch nicht vergessen solltet, für eure Brille, diese Billig-Brillentücher, mit denen man die Brille putzen kann, die macht die Brille kaputt. Besorgt euch da lieber ein gescheites, großes Mikrofasertuch. Besonders Brillenträger, die brauchen ab und zu mal doch wieder eine saubere Brille, damit sie was sehen. Hygieneartikel für Frauen. Binden, die gibt es auch in waschbarer Variante. Und es gibt auch sogenannte Menstruationstassen. Das ist ein OB-Ersatz. Ja, ein Tamponersatz. Klar kann man davon eine Menge mitnehmen und auf Lager nehmen zu Hause. Und wenn man zu Hause ist, ist alles vielleicht noch einfach zu handeln. Aber bei einem Fluchtrucksack, der für 3 Tage ausgelegt ist, das ist auch kein Problem, mal 3 Packungen Tempotaschentücher mitzunehmen. Jetzt habe ich Schleichwerbung betrieben. Entschuldigt. Aber wenn man von einem Szenario ausgeht, das länger als ein paar Tage ist, wie viel Klopapierrollen wollt ihr denn in euer Fluchtgepäck packen? Wie viele Packungen Tempotaschentücher sollen da Platz verschwinden? Ja, genau das ist der Punkt. Die Stofftücher, die kann ich waschen, auch wenn ich raus unterwegs bin oder zu Hause. Also in puncto mehr an Nachhaltigkeit denken und sich überlegen, was für Artikel werden sich wohl aufbrauchen. Und könnte ich die auch irgendwas ersetzen? Ja. Billige Kunststoffbecherlein, die brechen können, im Fluchtrucksack sind wahrscheinlich nicht die optimale Wahl. Da lieber eine Edelstahltasse. Ihr wisst, was ich meine. Also, auch bei Hygieneartikeln. Schaut, was ihr kauft. Noch ein weiterer Tipp. Es gibt ein schönes Büchlein, das heißt Naturkosmetik. Ich werde es euch unten mal reinsetzen. Ich hoffe, ich finde den Link noch. Da steht drin, wie man aus Naturprodukte herstellt. Angefangen vom Deo, Zahnputzpulver, also verschiedenste Dinge, aber eben auf Basis der meisten Stoffe, Kunststoffe, die aus der Natur kommen. Natürlich braucht man dann unter Umständen auch was, was man sich vorher bevorratet. Zum Beispiel Pfefferminzöl oder irgendetwas, was man so halt nicht so leicht kriegt. Also, geht mal in euch, geht mal in euren Vorratskeller und schaut mal, wie viel ihr an Hygieneartikeln überhaupt habt und wie lange euch das reichen würde. Und ob ihr nicht doch vielleicht drüber nachdenkt, wieder auf altbewährten Stoffwaren umzustellen. Ja, das soll schon gewesen sein. Ich habe euch ja gesagt, das Video wird relativ kurz. Das ist es auch. Ciao.